Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. So, ich versuche gerade, dass ich das hier nochmal ein bisschen repariere, umdisponiere, umbaue, schöner mache. Und dann beginnen wir mal unten mit dem Fußboden. Ich habe jetzt nachgesehen. Ich habe zum Glück ein Screenshot gefunden von einem Wallhack Freecam bla bla, wo der Thronsaal, der Innenbereich wirklich schön dargestellt ist. Und wir können tatsächlich einfach Steinboden nehmen. Ich nehme irgendeinen anderen Steinboden als den für die Wände, damit sich das ein bisschen abhebt. Wobei, in den Innenräumen, ehrlich gesagt, kommt dann, wird die Wand sowieso ganz anders. Da die Wand anders wird, ja, mal schauen. Mal schauen, irgendwie machen wir das. So, jetzt machen wir hier noch den letzten Boden hier oben. Da kommt irgendwas hin, da wo es jetzt weiß ist. Entweder kommt da wirklich noch ein Türmchen oder eine Terrasse oder irgendwas anderes. Irgendwie stottert es leicht, wenn ich Blöcke platziere. Ist mir schon am Ende der letzten Folge aufgefallen. Möglicherweise muss ich mal neu starten nachher. Und wie es stottert. Okay, ich muss nachher mal neu starten. Vielleicht irgendwie Verbindung zum Server nicht mehr so prächtig. Prächtig, prächtig. Okay, jetzt passt mal auf. Ich mache das jetzt hier mal so. Hier auch mal so. Mal schauen, wie sich das dann so einfügt. Schauen wir mal. Ist jetzt schon ein bisschen niedrig, aber wenn ich hier vielleicht und hier und hier. Ne, warte mal. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Also, wartet mal, wenn ich das richtig machen würde. Na, aber an den Rändern geht es immer nicht richtig. Dann machen wir es einfach so. Ist wurscht. So, und hier kommt dann einfach Ziegelmauer dahinter im Grunde. Okay. Ich glaube, so könnte es von außen dann passen. Vielleicht. Mal schauen. Müsste ich aber von unten auch schon zugemauert. Nein! Wir stecken hier fest. Na super, wo habe ich mich denn da rausgemauert? Rausgegraben. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Das hier. Ja, das ist komisch. Ja, das ist sehr komisch. Das ist seltsam. Das ist sehr seltsam. Eine seltsame Konstruktion, die wir hier haben. Aber ich lasse das jetzt mal hier so, weil ich ja auch nicht weiß. Weil ich weiß es doch auch nicht. Na gut. Vielleicht sollte es doch einfach weitergehen und hier einfach aufhören. Aber ich lasse es jetzt trotzdem mal so. Okay, Fußbodenzeit. Oh, ich dachte nicht, dass ich wirklich so tief falle. Interessant, oder? Das jetzt hier von unten zu sehen, das Gewölbe. Ganz komisch. Crazy. Okay, jetzt schaue ich mal kurz die Blöcke durch, die wir theoretisch für den Boden nutzen könnten. Die Blöcke, die ich jetzt immer, genau, die Ziegelsteine, die ich jetzt immer benutzt habe, eignen sich eigentlich sehr gut und ich glaube, ich werde die auch benutzen. Aber wenn ich was hätte, das ich ein bisschen abheben würde, hätte ich auch nichts dagegen. Aber haben wir halt nicht wirklich. Ja. Die abgestorbene Hirnkoralle. Die wäre auch eine Option.
Die sieht sehr nach so einer ziegelartigen Mauer aus. Aber wenn dann jemand Wasser ausschüttet, dann wird die ganz lila oder so. Rosa. Oder so ein Enderziegelstein. Dann hätten wir so ein leicht... Aber nee, das ist dann zu grün. Nehmen wir einfach den guten alten Ziegelblock hier und bauen jetzt einfach mal im Dunkeln. So machen wir das jetzt. Und hier mit dem Wasser müssen wir uns noch was überlegen. Ich habe schon überlegt, ob wir den Fluss quasi einfach, den Wasserfluss einfach durch die Burg, durch die Innenräume durchlaufen lassen. Und man baut Innenraumbrücken drüber. Vielleicht wäre das ganz cool. Könnte ich mir vorstellen. Ich muss leider das hier nochmal abreißen. Die armen Gegner, aber die fallen eh ins Wasser, die meisten. Passiert denen gar nichts. Alles wunderbar. Hip, hip, hurra. Super und wunderbar ist alles hier in meinem Revier. Revier. So, das wird jetzt nochmal ganz schöne Flächenarbeit, Flächenaufbauarbeit. Aber so ist es eben. Deswegen sind wir hauptberuflich Minecrafter geworden. Oder so. Damit wir hier Flächen bauen. Ich mache hier jetzt einfach mal... Ne? Einfach mal so Freestyle mache ich hier die Böden. Yeah. Freestyle-Böden. Ups. Ach, come on. Okay. Ich bin echt gespannt auf dieses Shadows Die Twice Spiel. Ich dachte echt, das wird mal was anderes. Die haben gesagt, die haben jetzt erstmal keinen Bock mehr auf Dark Souls. Die machen mal was anderes. Und dann machen die doch wieder ein Dark Souls, so wie es aussieht. Nur ein bisschen mehr asiatisch und weniger so Dark Fantasy. Aber im Endeffekt ist es doch wieder Dark Souls. Ich meine, das machen die auch echt gut und so. Das sind die besten Souls-like-Spiele da draußen mir fällt der Name nicht ein, von den Dark Souls-Machern. Das stimmt schon. Aber ich dachte echt, die sagen jetzt mal, und ich hätte nichts dagegen gehabt, mal was anderes von denen zu spielen. Mal wieder ein Chromehounds oder irgendwie was ganz was Neues. Hätte ich denen auch gegönnt, dass die einfach mal wieder was anderes machen können. Aber, naja. Ich schätze mal, die Marktrealität hat sie dann doch eingeholt und irgendwelche PR-Heinis haben gesagt, nee, verkauft sich nicht, macht mal das, was ihr immer gemacht habt. Und dann sagen die, ja, hilft ja nicht. Ich glaube, das ist echt blöd. Ich kann das voll verstehen. Ich kann das voll verstehen. Hideo Kojima hat in einem Interview mal gesagt, da wurde er gefragt, ob er, was er ändern würde aus seiner Vergangenheit, wenn er es könnte, oder was sein größter Fehler war, den er jemals gemacht hat. Und seine Antwort war, sein größter Fehler, den er jemals begangen hat, war Metal Gear Solid. Und das kann ich verstehen, weil man weiß, dass der eigentlich schon nach dem zweiten Teil und dann nach dem dritten Teil und nach dem vierten Teil, jeder Teil sollte der letzte sein, weil er einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Der wollte was Neues machen, aber er konnte nicht, weil Konami gesagt hat, nee, spinnst du, das verkauft sich wie geschnitten Brot, mach mal weiter Metal Gear. Und er musste immer noch eins und immer noch eins und noch eins machen und er hat es gehasst. Und ich kann das nachvollziehen.
Ich kann das voll nachvollziehen. Und ich glaube, wenn man da als Spieleentwickler in so eine Schublade gerät, aus der man nicht mehr rauskommt, in der man dann immer und immer wieder das Gleiche machen muss, was sich nur noch das verkauft quasi, dann ist das echt das Blödste, was einem passieren kann. Ich habe gehört, dass EA dieses Star Wars-Spiel, dieses Rollenspiel, das schon fast fertig war, so ein Rollenspiel-Shooter, deswegen eingestellt hat. Ganz einfach aus dem Grund, weil es sich nicht hat als Games as a Service richtig gut monetarisieren lassen. Das war so ein straightforward Singleplayer-Shooter. Also so ein Third-Person-Shooter mit Rollenspielelementen. Und das hat man halt so von Anfang bis Schluss durchgespielt mit der durchgängigen Story und dann war es vorbei. Und die EA hat gesagt, nee, wie sollen wir denn damit über Monate hinweg Kohle verdienen? Das muss Games as a Service sein. Das muss die Spieler monatelang, jahrelang am Spielen halten. Wir müssen Microtransactions einbauen können und. Weil das alles nicht funktioniert hat, wurde es eingestampft. Soweit ist es jetzt schon. Nicht nur, dass Spiele von Haus aus von Anfang an so konzipiert werden, sondern dass die Spiele, die die Anforderungen nicht erfüllen, einfach eingestampft werden. Dass man sagt, nee, Singleplayer. Einfach nur so eine fertige Singleplayer-Kampagne von vorn bis hinten bringen wir gar nicht mehr auf den Markt. Das lohnt sich für uns nicht mehr. Schlimm, oder? Games as a Service ist die Hölle. Das ist für mich so das Unwort des Jahrzehnts, was Gaming angeht zumindest. Das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste. Ein absolutes Unding. Ich hasse das. Manche benutzen das sogar als so, ne, die bewerben damit, dass das ihr neues Games as a Service Spiel ist. Für mich ist es so ein, okay, gut, dann muss ich es mir erst gar nicht anschauen. Gott sei Dank. Wieder ein Spiel weniger, das mich interessiert, das ich mir anschauen muss. Games as a Service. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht, dass das bei so vielen Menschen so gut funktioniert, dass die ein Spiel für Jahre, für Monate so intensiv spielen, stundenlang, jeden Tag. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich die Definition von Hölle. Das ist die schlimmste Folter. Wenn ich mir vorstelle, ich komme in die christliche Hölle, dann ist das die Definition. Dann sagt der Teufel so, du darfst jetzt ein Spiel aussuchen, es darf dein Lieblingsspiel sein, egal was du willst, und das musst du von jetzt an für immer und ewig spielen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Wenn es ein Kackspiel ist, ist es wahrscheinlich noch schlimmer, aber spätestens nach ein paar Monaten wird mein absolutes Lieblingsspiel zur Hölle für mich, wenn ich nichts anderes mehr spielen kann. Ich verstehe nicht, warum das funktioniert. Und da kann das noch so immer wieder mit Content versorgt werden. Das Spiel bleibt trotzdem das gleiche. Ich verstehe es einfach nicht. Und wenn ich es mal durchgespielt habe, dann ist es irgendwie durchgespielt für mich. Nein, ich verstehe es nicht. Da bin ich einfach nicht der Typ dafür. Ich langweile mich da viel zu schnell bei sowas. Wenn ich ein Spiel mal wirklich komplett durchblickt habe, dann ist es meistens schon nicht mehr so sexy für mich. Und es gibt so Sachen wie Resident Evil 4 zum Beispiel, die sind einfach so vom Gameplay her so perfekt irgendwie. Die machen so viel Spaß, da macht das Spielen an sich so viel Spaß. Die kann ich immer wieder mal spielen, aber nur wenn Monate oder Jahre dazwischen Pause sind. Ich verstehe es einfach nicht. Aber es funktioniert anscheinend, es funktioniert. Ich bin da anscheinend die Ausnahme und nicht die Regel. Aber ich verstehe es einfach nicht. Ich bin fassungslos. Aber das ist ja oft so. Manchmal, wenn man so in seinen sozialen Blasen drin steckt und man kennt irgendwie eigentlich nur Leute, die so ticken wie man selbst, und dann merkt man auf einmal, dass draußen in der Welt irgendwie alle ganz anders ticken oder die Mehrheit ganz anders tickt, dann ist es teilweise so ein What? Da werden auf einmal so unumstoßbare Wahrheiten, von denen man dachte, dass jeder der Meinung ist, jeder, werden auf einmal in Frage gestellt. Beziehungsweise lernt man, dass nicht jeder dass nicht jeder diese Wahrheiten als Wahrheit anerkennt. Und das ist dann irgendwie ganz komisch. Ich habe zum Beispiel erst mit den ganzen Resident Evil Lore Videos jetzt gelernt, dass es tatsächlich ein paar, habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß nicht, dass es tatsächlich ein paar so Oldschool Resident Evil Fans gibt, die finden Resident Evil 4 scheiße. Die sagen, oh, ab da ist es abwärts gegangen, das war überhaupt nicht mehr Resident Evil Kackspiel. Und das ist, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir, naja, seltsame Einzelmeinungen gibt es ja immer als Geschmackssache. Aber das sind echt viele.
Ich merke auch an den Klicks, dass Resident Evil 4 verdammt beliebt ist. Das hat eine riesen Fanbase immer noch. Wenn ich da ein Video über Resident Evil 4 mache, dann wird das sehr stark geklickt. Aber es gibt eben auch viele, die sagen, naja, ich find's kacke. Und das war für mich so ein Aufwachmoment, wo ich mir gedacht habe, mein Gott, ich dachte, es wäre universell für jeden einzelnen Menschen im Universum absolut als Wahrheit anerkannt, dass Resident Evil 4 eins der genialsten Spiele aller Zeiten ist. Und mit Abstand das beste Resident Evil 4-Spiel, obwohl da die Messlatte sehr hoch liegt. Aber es ist nicht so. Es gibt Leute, die finden das nicht gut. Und das war auch für mich so ein Gehirn-explodiert-Moment. So, what? Wie kann man das nicht gut finden? Das ist ungefähr so, wie wenn mir jemand sagt, so, naja, weiß ich nicht, Schokoladeneis finde ich irgendwie eklig. Dann ist es so, what? Spinnst du? Wie kann man das nicht gut finden? Und so geht es mir mit Resident Evil 4. Das war wirklich total, also, boah, hätte ich nie gedacht. Ne, das ist auch das, wenn die Meinung eben in der eigenen sozialen Blase hatte ich viele Freunde, mit denen ich das sehr viele Stunden gespielt habe und alle fanden es genial. Und dann eben auch die Pressewertungen haben da auch dafür gesprochen. Das Spiel ist ja eins der bestbewerteten Spiele aller Zeiten und auch das beste Resident Evil und hat unglaublich viel Game of the Year Awards gewonnen und hat Preise, wurde mit Preisen und allem überschüttet. Alle fanden super geil. Und ich habe bis ich diese Videos gemacht habe, nie wirklich die Meinung gehört, dass das jemand nicht gut finden würde. Nirgends, nirgends. Auch in den Heften damals, alle 90er-Wertungen bis perfekte Wertungen. Und zwar zu Recht, finde ich. Und deswegen verstehe ich es umso weniger, dass das Leute nicht mögen können. Aber ja, das ist eben das. Ich bin halt jahrelang in dieser Social-Blase aufgewachsen, ohne dass ich auch nur einen einzigen Menschen kennengelernt habe, der das nicht gut finden würde. Und dann gibt es auch Leute, für die ist der sechste Teil deren Lieblingsteil. Das war für mich auch sowas. What? Wie? Also ich will das echt nicht kritisieren. Ich sag's immer wieder. Das ist einfach bei Spielen Geschmackssache. Da kann man, also da gibt's kein richtig und kein falsch. Aber für mich war das auch so ein unumstößliches Gesetz, dass das, abgesehen von Survivor vielleicht, der absolut, also auf jeden Fall, was die Hauptspiele angeht, der mit Abstand schlechteste Teil war und für immer sein wird. Und, aber nein, auch da gibt es Leute, die finden den eben super. Und das ist ja auch voll okay. Aber für mich war es halt eben auch so ein Was? Das ist ungefähr so, als wenn jemand zu mir sagen würde, Karottensaft ist mein Lieblingssaft. Es gibt bestimmt Leute, die Karottensaft voll geil finden. Aber für mich ist das widerlich. Dabei mag ich Karotten, aber Karottensaft finde ich furchtbar ekelhaft. Genau wie Resident Evil 6. Es ist wirklich kein. Ich spiele es ja jetzt momentan wieder und es ist wirklich eigentlich ein. Also ich sag mal so, da ist sehr viel Geld, sehr viel Production Value reingeflossen. Da wurde sehr viel und hart dran gearbeitet. Nur das Endergebnis ist halt trotzdem. Man kann auch sehr lange und hart an einer Skulptur aus Scheiße arbeiten und es wird immer Scheiße bleiben. Ganz egal, wie lang man dran rumarbeitet, um das etwas überspitzt und zynisch auszudrücken. Aber so empfinde ich das quasi. Tja. Aber das sagen die Leute immer, ne? Da sagen die Leute immer, dass die aktuelle Presse so AAA-Spiele viel zu positiv bewertet. Und das stimmt, absolut, das stimmt. Wenn was ein großer AAA-Titel ist, dann hat es gleich mal 10, 20, 30% mehr als ein vergleichbares Spiel, das nicht von großer werbenden Firma XY ist. Das ist leider nun einfach mal eine traurige Wahrheit. Aber bei eben sowas wie Resident Evil 6 oder auch Fallout 76 oder jetzt auch, wie heißt das? Das von BioWare, der letzte Sargnagel dieser Firma wahrscheinlich. Das Spiel, bei dem ich von Anfang an in unserem E3-Podcast gesagt habe, sieht furchtbar langweilig und blöd aus. Und keiner hat es mir geglaubt. Und jetzt ist es da und jetzt sind alle der gleichen Meinung. Ach, mir fällt der Name nicht ein. Ihr wisst schon, was ich meine. Das mit der Iron Man Simulator. Auch, das sind AAA-Spiele, die sehr schlecht bewertet wurden von der Presse. Da muss man echt sagen, Presse, Hut ab. Aber das ist halt wirklich ein Problem, weil, ne, da geht es gar nicht um irgendwelche bösen Machenschaften und Verschwörungen und so, sondern das ist ganz einfach so die Marktrealität. Wenn
Ne, wenn jetzt irgendein Spiel von Hersteller XY sehr schlecht bewertet wird, dann sagt Hersteller XY so, boah, also wenn du das Spiel so schlecht bewertest, machen wir aber natürlich für das Spiel keine Werbung in deinem Magazin. Und das ist zwar natürlich ein Druckmittel und klingt nach Erpressung, aber ist ja auch logisch. Also wie effektiv ist das und wie sieht das aus und wie bescheuert ist das, wenn man irgendwie auf einer Seite den Test zum neuen EA-Rennspiel hat mit einer 30er-Wertung und dann blättert man weiter und dann ist da die Werbung von wegen, hey, bestes Rennspiel ever, jetzt kaufen. Das ist auch ein bisschen doof. Deswegen kann ich das absolut verstehen, auch wenn es natürlich einen blöden Beigeschmack hat. Aber so lassen sich dann die Hefte natürlich erpressen. Weil die sagen dann, naja, dann machen wir halt keine Werbekampagnen in eurem Heft mehr. Und die Hefte finanzieren sich eben durch Werbung, die sind darauf angewiesen. Gerade die großen Publisher machen natürlich viel Werbung. Und wenn jetzt Magazin XY und den Magazinen geht es eh schon nicht so gut momentan, seit online und so, sagt dann auf einmal EA, so, weil ihr unser neues Spiel so schlecht bewertet, machen wir keine Werbekampagne mehr. Und dann sagen die so, hey, und wenn wir vielleicht 10% mehr geben, wie sieht's dann aus? Und dann sagt die, ey, ja, okay, von mir aus. Und dann kriegt halt das Spiel, das eigentlich vielleicht gerade mal eine 70 verdient hat, eine 80 oder mehr. So passiert das halt leider tagtäglich. Und Indie-Spiel XY, das so viel besser ist, kriegt halt dann irgendwie weniger Prozent, weil die halt nicht den Druck ausüben können. Es gibt ja PR-Leute, die den ganzen Tag im Grunde nur damit beschäftigt sind, bei irgendwelchen Videospielmagazinen oder auch YouTuber-Großen oder sowas anzurufen und zu sagen, ich finde, du hast da das Spiel ein bisschen zu schlecht bewertet oder du hast da ein bisschen schlecht drüber geredet und könnte man nicht und sollte man nicht und bla 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 und das ist ja auch ein bisschen unfair. Und dann geht es wirklich so weit, dass die auch sagen, hey, wenn das Spiel keine 80 kriegt, dann ist das Studio tot. Dann sind die Leute arbeitslos, dann fliegen die raus, die müssen verhungern. Und teilweise stimmt das auch. Die nutzen das nicht nur als Druckmittel, das ist die Wahrheit. Aber was macht man dann da als Journalist? Darf man sich da echt beeinflussen lassen? Eigentlich finde ich nicht. Aber man will natürlich auch kein Arsch sein, man ist ja auch nur ein Mensch. Und wenn man, sagen wir, eine 76 geben würde und dann ruft so ein PR-Mensch an und sagt, hey, unter einer 80 sind wir alle arbeitslos morgen. Ne? Das sind halt komplexe Prozesse, die man echt nachvollziehen kann. Man darf da nicht immer so böse Verschwörungsindustrie bla bla sein. Das gibt's auch, dass da wirklich böswillig Druck gemacht wird, aber oft sind halt einfach so Realitäten und Schicksale und naja, mein Gott. Es ist komplexer, als man oft so denkt. Es ist ja nicht immer alles so. Es ist halt schwierig. Es ist halt schwierig. Sogar ich kenne das ja im kleinen Maßstab. Wenn mir Indie-Entwickler XY den Key schickt zu einem Spiel und ich teste das Spiel und ich denke mir so, boah, das ist irgendwie echt scheiße. Also zumindest für mich. Mir gefällt es halt überhaupt nicht. Dann kann ich mich nicht hier hinsetzen und für das Spiel quasi Werbung machen und das spielen und sagen, hey, guck mal, total das tolle Spiel. Und wenn die dann nochmal irgendwie eine Woche später nachfragen, wie es jetzt aussieht und bla bla bla, dann ist das schon echt auch schlimm, wenn ich dann irgendwie zurückschreibe, so, naja, irgendwie, ha, leider, es ist ja meistens nicht mal gelogen, wenn ich schreibe, leider habe ich schon so viele Videos auf dem Kanal, ich weiß nicht mehr wohin damit, sorry. Aber trotzdem ist das unangenehm. Aber, mein Gott, was soll ich denn machen? Oder? Was soll ich denn machen? Drüber lustig machen will ich mich auf keinen Fall. Und ja, vorlügen, dass es ein tolles Spiel ist, ist für mich blöd, ist für euch blöd, weil dann kauft es noch einer und merkt dann erst, dass es nicht so ganz so cool ist. Und keine Ahnung. Aber die armen Entwickler, gerade so Indie-Studios, ne? Das ist scheiße. Das ist alles scheiße. Naja, Leute, wir machen jetzt für heute Schluss. Morgen verlegen wir wieder fleißig und glücklich den Boden. Wir sind eh schon gut vorangekommen. Wenn ich mir das so ansehe, haben wir hier gar nicht mehr so viel Innenraumboden. Ja, da hinten raus kommt noch ganz schön was, aber das passt schon. Und wenn wir dann hier drin fertig sind, dann können wir mit der Inneneinrichtung beginnen.
Oh Gott, der arme Zakorak, der hat mich mal gefragt, wie groß das alles noch wird, von wegen, damit er weiß, wo er noch so Erde aufschütten soll mit Konsolenkommandos. Und ich habe ihm gesagt, na, ich weiß noch nicht genau, aber so rechts raus wird's schon noch ein bisschen größer. Wart mal noch ab. Aber ich glaube, ich habe nicht damit gerechnet und ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass es so viel größer wird, das Ganze. Boah, ich würde das so gerne weiter auftürmen zu einem Riesenturm. Am liebsten wäre mir, wenn hier ein Deckel wäre und der Deckel wäre ein Riesenturm. Aber das ist so gar nicht mehr originalgetreu, deswegen mache ich das nicht. Aber da oben auf der weißen Fläche muss ich mir echt was einfallen lassen. Naja, bis morgen. Macht's gut.